Hallo und herzlich willkommen zurück zum Folge der Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start und ihr seht vielleicht ein bisschen wenig, denn wir sind nachts unterwegs, nachts auf Hirschfelden und wir befinden uns hier Richtung Hochsitz, denn wir machen heute mal eine Nachtansitzjagd. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal gemacht haben. Wir haben auf jeden Fall ein paar Ansitzjagden gemacht in letzter Zeit, logischerweise. Aber nachts bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Deshalb habe ich mir gedacht, mal war das heute, denn mit den neuen Nachtsichtgeräten. Oh, guck mal, da steht schon direkt hier der erste Mal auf dem Feld. Ein Dammhirsch, das ist doch schon mal gut. Vielleicht kann man den direkt als erstes gleich auch erlegen. Ja, mit den ganzen Nachtsichtgeräten, die uns heute wahrscheinlich herzlich wenig bringen werden. Denn, ja, wir müssen natürlich mit dem Bogen schießen. Aber ich habe im Zweifel auch ein Gewehr dabei mit Nachtsichtgerät, falls wir die Tiere nicht so nah ranbekommen. Aber ja, Bogen auf jeden Fall heute natürlich erste Wahl. Wir haben natürlich unser normales Nachtfernglas auch dabei, mit dem wir hier auf den Feldern dann gucken können. Und wir haben dann auch Tiere, die halt nachts fressen, so wie die Rehe, die zumindest bis 20 Uhr noch fressen. Die Dammhirsche anscheinend auch, so wie es aussieht. Die Wildschweine müssten jetzt gerade am Fressen sein. Also einiges an Tieren, die wir noch parat haben. Ich muss jetzt aber gucken, dass ich den Caller hier leicht einmal kurz hinten hinstelle. Wenn ich ihn vorne platziere, weiß ich nicht, ob ich dann, also vorne wäre mir lieber, ehrlich gesagt. Allein für den Schuss, aber ich versuche jetzt erstmal hier hochzukommen und mich auf den Dammhirsch zu konzentrieren, bevor der... Oh, ein Rieh ist auch da, 50 bis 60 Meter. Na, guck mal einer an. Also, zwei Tiere schon anscheinend direkt mal hier vor mir auf dem Feld. Das ist doch sehr guter Dreh, habe ich mal nicht gesehen. Wo war das denn? Er muss ja irgendwo hier auch dann stehen. Ah, da. Boah, guck mal, wie gut das nachts getarnt ist. Alter. Das muss halt auch erstmal sehen. Aber es steht gerade schön breit. Ich weiß nicht, ob wir den Schuss treffen können im Seitenwind. Aber. Ja. Das legen wir. Er wird wachsam. Ich hoffe, dass er sich beruhigt und nicht abspringt. Und wir den dann hier callen können, den Dammhirsch. Und ich call mal Wildschweine, weil wie gesagt, die müssen jetzt auch Fraßzeit haben. In der Hoffnung, dass wir da was ranbekommen. Ansonsten natürlich auch gleich nochmal schnell Rehe rufen. Oh, guck mal, der Dammhirsch, der redet aber fix. Dafür, dass der gerade noch wachsam war. Oder war das sein Plan? Ist doch umherziehen? Der ist ruhig umherziehen schon wieder. Okay, crazy. Dann legen wir auch den. Perfekt. Also, direkt mal hier zum Start. Zwei Tiere erwischen können. Ich möchte jetzt eigentlich hier fast einmal kurz das hier durch Reh ersetzen. Weil wenn wir hier Rehe haben, dann kommen die am schnellsten. Die würde ich eigentlich am ehesten erstmal abhaken. Und dann gucken wir uns hier um in der Gegend, was wir hier überhaupt finden können, was wir hier haben. Ansonsten können wir natürlich auch logischerweise nochmal den, oh warte mal, da war was, den Hochsitz wechseln, da ist tatsächlich ein Reh. Ruhig umherziehen allerdings, wird es mir angezeigt, müsste also eigentlich gleich zu mir kommen. Oder war das sein Plan, weil fressen ist ja da nicht. Jetzt eigentlich umherziehend. Ja, macht jetzt noch keine Anstalten in meine Richtung zu kommen, wenn ich ehrlich bin. Mal abwarten, ob es rüberzieht. Aber wir haben auf jeden Fall ein Reh. Wenn nicht, müssen wir gleich nochmal den Caller für Reh deaktivieren und nochmal aktivieren. Das war da eventuell ein bisschen mehr Aktion von dem bekommen. Ah, da zieht aber noch ein Bock auch rein. Da muss ich den doch mal eben callen hier. Denn ich habe gerade nochmal kurz geändert. Das Ganze. Oh ne, warte. Reh. So. Denn auch wenn die Ricke dann nicht reagiert, scheint zumindest der Bock anzuspringen und in meine Richtung zu ziehen. Wir müssen hier echt das Nachtglas heute auf jeden Fall viel benutzen, denn ja, die Taschenlampe auf der kurzen Distanz super. Auf der, ich guck mal, ob was kommt, Distanz eher nicht so gut. Aber was richtig geil ist nachts, dass man halt sieht, wo die Tiere liegen, weil einfach dieser Leuchtspurpfeil so krass leuchtet. Der macht's zumindest das Finden der Tiere um einiges leichter. Jetzt müssen wir mal gucken.
Was da mit den Rehen passiert? Da vorne ist der Bock. Okay, die Rieche, keine Ahnung, wo die hin ist. Scheint hinter dieser kleinen Erhebung da zu stehen, auf der der Bock gerade hochzieht. Aber ja, wir warten jetzt erstmal ab, dass der da kommt, würde ich sagen. Oh, da kommt aber schon einer hier vorne. Habe ich gerade nur so rascheln hören. Nein! Losgelaufen. Eieiei. Na, okay, das war nix. Das war nix. Genau im falschen Moment losgelaufen. Jetzt warnt mich wahrscheinlich der Bock, ne? Weil der gerade schon so auf der Seite hier stand. Ja, da ist er wachsam. War auch schon ganz gut nah dran. Er ist jetzt wieder auf aufmerksam. Ich glaube, dass der vielleicht doch nochmal reagiert. Oh, die Ricke war ärgerlich jetzt. Aber ja, fokussieren wir uns jetzt hier auf den Bock, der da seitlich reinzieht. Der wird die letzten Meter noch machen. War jetzt richtig blöd, dass der da einfach genau losgelaufen ist, während ich schießen wollte. Passiert. Aber der hier bleibt jetzt hoffentlich stehen. Und dann. Boah. Boah, das Problem. Ja, aber er droppt auf jeden Fall. Das ist ein Problem, was wir letztes Mal hatten. Aber ey, dafür droppt er richtig schnell. Ich weiß nicht, was wir da schon mal getroffen haben. Selbe Problem, was wir letztes Mal beim Diamantre hatten. Hier vielleicht sogar noch deutlich, aber von oben geschossen haben. Dadurch der Hals im Weg und Durchschlag nicht gereicht, erstaunlicherweise. Normalerweise mit dem Compoundbogen haben wir eigentlich einen guten Bums drin, dass wir da hätten eigentlich durchkommen sollen. Aber ja, gut, war jetzt nicht der Fall. Kein Lungentreffer. Dürfte aber nicht allzu weit gekommen sein. Denn wir haben gesehen, dass es rapide bergab ging. Ganz selten sehe ich auch einen Rothirsch, aber. Höchste fast, dass der zu weit weg ist. 215 Meter oder so. Ja, ob das was wird, weiß ich nicht. Ich tausche mal gerade hier aus. Wildschweine sind bisher aber auch noch nicht blicken lassen, obwohl die eigentlich hier natürlich nachtaktiv sind und da fressen sollen. Er ist umherziehend. Oh, er regiert doch. Obwohl er locker 260, 270 Meter steht, oder? 220 bis 290 Estimate. Ja, boah, schon weite Call-Distanz auch hier wieder. Hatten wir ja schon mal an der Stelle, auch bei den Wildschweinen, die mal da hinten zum Beispiel standen. Aber wir sehen, was hier abends noch auf den Feldern los ist. Ich glaube, das ist wirklich auch eine unterschätzte Zeit, weil wir haben, oder sogar noch einen Rotfuchs, der auch noch kommt in die Richtung hier. Vielleicht call ich den auch mal eben anstatt des Wildschweins. Das war die beiden Tiere in unsere Richtung kriegen, falls der Rotfuchs in Range kommt. Ja, wir haben hier abends auf jeden Fall Zeiten, wenn wir hier, wo ist der Dammhirsch? Ja, ist wahrscheinlich nicht mehr da, weil ich den geschossen habe, right? Gebiet weg, aber Rothirsch auch noch bis 21 Uhr. Der Dammhirsch muss eine Abendzeit haben, weil er hier war. Die Rehe, wie gesagt, bis 20 Uhr. Wildschweine sogar, glaube ich, noch länger. Bis 24 Uhr, da hinten ist schon wieder ein Reh. Okay. Jetzt natürlich die Frage. Kommt der Dreh auf meinen Call oder kommt der Rotfuchs? Jetzt haben wir das Problem. Das war. Ich kann mal gucken, ob der Dreh reagiert. Dann ist er umherziehend. Weil Rehcallen wäre vielleicht ein Stück weit leichter. Rothirsch lassen wir natürlich hier dabei, denn der soll schön rankommen. Und ja, müssen wir mal gucken. Entweder Fuchs oder Reh als nächstes. Reh, ja, guck mal da. Nee, guck mal, ist ein Rotfuchs. Ja, egal. Ich call jetzt den Fuchs, weil der anscheinend in meine Richtung kommt. Keine Ahnung, ob das Reh kommt. Wir bleiben jetzt erstmal beim Rotfuchs dabei. Aber schon crazy. Wieder so wenig hier. Und trotzdem wieder richtig viel Action auf den Feldern, die wir mit dem Caller hier super souverän callen können. Und da muss man wirklich sagen, ist dieser neue Elektro-Caller mit dieser Doppelfunktion auch wirklich richtig gut. Gerade für die Ansitzjagd, wenn man mehrere Tiere gleichzeitig hat, um die zu callen. Besser geht's da kaum. Rothirsch steht jetzt schon hier vorne im Feld. In unserem Jagdbaren. Oh, da kommt auch noch ein Reh. Ja, Prost Mahlzeit. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich will jetzt aber auch den. Da hinten ist der Fuchs. Ist ja schon auch in Schussdistanz hier, das Viech, ne? Wenn stehen bleiben würde.
Ich hoffe nur, ich vertreibe damit den Rothirsch dann nicht. Weil der ist, ja, der ist halt auch schon direkt dahinter. Aber der ist auch schon wachsam, eieiei. Eieiei. Und was callt da? Dammhirsch. Warum ist der wachsam und wo ist das Reh hin? Ein Reh sehe ich gerade gar nicht mehr. Aber ich kann ihn nicht schießen, wenn er da so unruhig ist. Ist das Reh einfach weggezogen? Er ist komplett weg. Wie kann das sein? Einfach in Luft aufgelöst. Was kommt da noch? Da kommt auch noch ein Rothirsch. Alter, hier ist ja. Also, ich bin umzingelt, aber die Rothirsche haben das Problem, dass sie nicht nah genug rankommen. Vielleicht wegen des Windes, aber ich habe Geruchsneutralisierer drauf. Also, keine Ahnung, was da jetzt genau das Problem ist, hat die nicht. Zumindest der hier vorne müsste ja schon etwas näher kommen. Die Rehe haben sich da deutlich besser kommen lassen. Mal gucken, der Fuchs ist jetzt auch schon wachsam. Ich kriege die Tiere gerade nicht nah genug ran, ist das Problem. Und das Reh, was in Schussdistanz war, das ist gar nicht mehr zu erkennen. Okay. Aber ich kann so einen weiten Schuss da jetzt nicht riskieren. Der Fuchs sogar alarmiert. Der wird gleich fliehen, denke ich. Ganz, ganz, ja, auf der Flucht. Ja, was soll ich machen? Ich kann höchstens mit der Eckers hier natürlich schießen, aber dann ist hier auch erstmal zappenduster, ne? Dann ist halt hier auch erstmal zappenduster. Ja, okay, den haben wir nicht gut getroffen, den Rothirsch, aber wir haben ihn zweimal erwischt. Boah, ja, war schwierig, weil die nicht nah genug rankommen. Der Windschild ein bisschen blöd hier leider auf dem Feld, aber erstaunlich, dass die trotzdem so Probleme hatten. Den linken verstehe ich ein bisschen, die da vorne, naja, hätten schon näher rankommen können. Versuche erstmal die Tiere zu finden, würde ich sagen, denn hier wird jetzt natürlich auch nicht erstmal nichts mehr tun, dadurch, dass wir gerade geschossen haben. Dauert dann immer so, ja, so eine Viertelstunde ungefähr, bis die Tiere sich beruhigt haben. Es sei denn, jetzt kommt natürlich hier gerade einer langgezogen, der es nicht mitbekommen hat. Dann durchaus möglich, dass andere kommen. Aber zwei Stück haben wir auf dem Feld liegen gehabt. Das waren direkt die ersten beiden, die wir geschossen hatten mit den sauberen Lungentreffern. Dann haben wir noch den Bock, den wir haben ein bisschen ziehen lassen. Allerdings ist er auch nicht so weit gekommen. Müsste irgendwo hier im Hang liegen. Und dann die Rothirsche. Der eine Rothirsch gut getroffen, der andere wird auch noch eine etwas längere Nachsuche. Die nehmen wir also auf uns, um zu schauen. Ich glaube, das ist der Anschluss von dem Bock, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mittlerer Blutungsgrad müsste der sein. Aber Mittel wundert mich fast ein bisschen. Haben wir ja nicht Muskeltreffer nur gehabt? War der Schuss doch okay? Vom Anschuss her, also von der Blutlache, die ich so vom Hochsitz gesehen habe, sah es eigentlich so aus, als wenn er nicht so gut getroffen worden wäre. Aber dann wundert mich halt die Kurzflugdistanz. War doch gut, oder? Mal gucken, was wir da getroffen haben. Oh, da ist ja der Fuchs am Start. Eieieiei. Boah, ich wollte gerade sagen, genau wie ich gesagt habe, dieser Durchschlag von den Compoundbögen müsste eigentlich easy reichen für so einen Schuss. Und wenn wir das sehen, hat er auch deutlich gereicht. Aber wir haben wirklich genau zwischen die Lungen, übers Herz, kurz vor die Leber geschossen. Wie kann man denn so einen Pech haben? Guck mal, also hier selbst das Ding hier, die Aorta, Alter. Also die habe ich ja gestriffen, habe ich die ja. Dann diesen schmalen Spalt da zu treffen zwischen den Lungen. Und dann da so 1 Millimeter vor der Leber aufhören. Also, wenn man so einen Schuss schaffen will, schafft man es in einer von 1 Million Versuche nicht. Aber jetzt kriege ich ihn hin. Das ist geisteskrank.
Das ist geistig. Und jetzt stell dir vor, das wäre wieder so ein Diary gewesen und du verballerst das genau aus dem Grund. Boah, das wäre der maximale Bruch, ne? Nicht, ist doch nicht so, dass ich letztes Mal schon gebrochen war, wo wir unser Diary verschossen haben. Aber das ist ja wirklich schon wieder die Krönung des heutigen Ansitzes. Aber wir haben auch hier unseren Rothirsch. Der hier dürfte zumindest nicht so weit gekommen sein. Klar, wir haben mit der Eckers geschossen. Hat jetzt nicht so viel Power. Aber Rothirsch auch nur Klasse 6. Guck mal, davon liegt ja schon. Der ist eigentlich nicht weit gekommen. Dann können wir uns nämlich den hier schnappen. Und dann fehlt uns nur noch der eine Rothirsch. Ja, ein bisschen hochgeschossen, aber Doppellunge immerhin. Oh, da ist noch ein Reh. Guck mal einer an. Vielleicht treffen wir auch das noch. Wenn wir es denn finden irgendwo. Da ist irgendwo eins. Nee. Jetzt sind irgendwelche. Da ist es. So, nehmen wir mit der Eckers. Ist zwar nicht verwendungsgerecht, aber was anderes habe ich gerade nicht mehr angebot. Wir machen den Genickschuss auf das weibliche Stück da und holen uns das und dann gehen wir zum Rothirsch. Und haben dann hier, glaube ich, die Tiere in der Umgebung alle ganz gut gejagt. Ey, aber Nachtansitzjagd muss man echt öfter machen. Weil eigentlich ist es wirklich ganz cool, ne? Aber vom Feeling her, mich wundert es ein bisschen, dass wir keine Wildschweine gesehen haben. Denn das war eigentlich, wo ich mir das überlegt habe, was wir heute machen. Guck mal hier, wenn man vom Teufel spricht. War das eigentlich genau der Plan, dass ich da wahrscheinlich am ehesten Wildschweine finde. Und die anderen Tiere eher nicht so. Aber am Ende ist es genau anders gekommen. Wir haben alles gesehen. Wir haben Füchse gesehen, Rehe geschossen, Hirsche geschossen, Dammhirsche geschossen. Also alles bunt dabei gewesen. Nur eben das Wildschwein, was ich eigentlich dachte, dann am Ende nicht. So, hier ist auch die Fährte vom Rothirsch. Da haben wir sie. Hat ja zumindest zwei Treffer bekommen. Allerdings zwei Muskeltreffer wahrscheinlich. Ich glaube nicht mal, dass ich den Darm oder ähnliches getroffen habe. Wird also noch ein bisschen gegangen sein. Hat aber hier noch 50%. Vielleicht auf dem nächsten Feld dahinter. Denn auf dem Feld hier wird er nicht verendet sein. Guck mal, hier sind echt noch einige Tiere unterwegs. Ich glaube, die Rehe, die ziehen halt auch gerade, ne? Weil die, ja, guck mal, da ist es nämlich. Weil die nämlich jetzt gerade wieder Ende Fraßzeit haben. Und dementsprechend dann eben auf dem Weg sind zu ihren Ruhegebieten. Und dadurch wahrscheinlich hier öfter mal über die Felder streifen, um dahin zu kommen. Dementsprechend hätten wir die logischerweise auch noch mit dem Caller wahrscheinlich bekommen. Aber wir holen uns jetzt noch unseren Rothirsch, der 0-25% hat. Den Fuchs lassen wir auch mal gerade Fuchs sein, denn unser Hirsch liegt hier unten parat. Mit der Eckers geschossen. Erster Schuss wahrscheinlich irgendwo rein. Ja, bisschen gestriffen oben der Rücken. Und dann haben wir sogar noch den Darmtreffer mit dem zweiten Schuss, was die Fluchtdistanz ein bisschen verkürzt hat. 76% nämlich beim Darmtreffer. Okay, sehr gut. Ey, Nachtansitzjagd. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Sollten wir öfter in Angriff nehmen. Was kriegt denn da für ein Alien? Alter, ein UFO. Das wäre wild, wenn er UFOs gibt, ey. Schon mal vor, nachts sitzt du da und dann kommt da so ein UFO. Wäre cool. Ja, ey, aber Nachtansitzjagd auf jeden Fall tippitoppi. Hat Bock gemacht. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.